Warum konnte das jetzt nicht eine halbe Stunde noch mit dem Regen warten? Och Mann. Simon, ich will jetzt anfangen. Hallo zusammen, ich bin es wieder, Eri, und nach sehr, sehr langer Zeit bin ich mal wieder hier mit einem React-Video. Es tut mir leid, ich hatte wirklich einfach so viel mit meiner Arbeit zu tun, dass ich einfach nie dazu gekommen bin. Aber heute musste ich einfach ein Video machen, weil heute hat Augusti sein Comeback. Ihr wisst einfach gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Also natürlich bin ich einfach schon sehr lange ARMY und deswegen ist jedes Comeback eigentlich sehr interessant für mich. Aber Augusti ist halt einfach nochmal was ganz anderes. Augusti ist halt, es ist einfach Augusti. Augusti ist für mich einfach irgendwie so das Zentrum, weil 2016 war einfach mein BTS-Jahr. Es sind einfach so viele tolle Lieder, so viel ist da passiert für mich. Und natürlich war auch damals das erste Mixtape von Suga. Und Suga ist einer der Rapper von BTS und unter seinem Künstlernamen oder zweiten Künstlernamen Augusti hat er nämlich 2016 sein Mixtape damals rausgebracht und das ist einfach so, so toll. Ich kann es einfach nicht richtig in Worte fassen, das war einfach schön. Es hat für mich eine ganz andere Bedeutung als vielleicht für andere ARMYs, aber für mich ist es einfach Jungis Talent und Jungis Begeisterung für Musik, die ich einfach so toll finde. Und deswegen, als jetzt klar wurde, das zweite Mixtape ist jetzt da oder wird bald da sein. Oh, super. Und dann kam heute Morgen einfach auf einmal das Musikvideo dazu und das war für mich klar. Ich habe diesen ganzen Arbeitstag, habe mich so genervt und jetzt schaffe ich es endlich, was aufzunehmen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Draußen hat es jetzt angefangen zu regnen. Die Konditionen könnten nicht schlechter sein. Egal. Es ist einfach Jungis Mixtape. Der zweite Teil, der muss jetzt sein. Und als ich heute Morgen das Thumbnail gesehen habe von Daejita, so heißt nämlich das Musikvideo dazu und damit auch die Leadsinger von dem Mixtape. Oh mein Gott, Jungi mit schwarzen Haaren und dieser Blick. Oh Gott, ich sterbe jetzt schon, wenn ich einfach nur dran denke. Und deswegen gehen wir sofort in das Musikvideo rein. Wie immer, es ist ein Reaction-Video und nachher auch noch ein paar Kommentare dazu. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und ich hoffe, ihr werdet es genießen, so wie ich. Oh mein Gott, ich bin ja auch nicht darauf vorbereitet. Christina ist halt nicht da, sie muss auch arbeiten. Es ist einfach, die Konditionen könnten nicht schlechter sein, aber es muss sein. Ich kann nicht abwarten. Es ist einfach so. Okay, fangen wir also an. Oh Gott. Oh, ja, dieses Blend, das habe ich schon gesehen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, ich habe schon ein Problem. Oh Gott, Jürgen, wie voll ist das? Oh mein Gott, es schneit? Nein, es regnet. Ja, hier auch. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Sie haben... Oh Gott, nein. Oh mein Gott, Oh Gott, der Name. Nein! Das war ein Naruto-Ding! Okay, ist die falsche Kultur, egal. Oh Gott, das war egal. Okay, ich sterbe gerade richtig schlimm. Oh mein Gott. Oh Gott, der sieht so gut aus, dieser Name. Scheiße. Oh, dieses Blond, ich weiß nicht, beides sind schön. Blonder Yuki und... Was sag ich, beides ist. Oh ja, und die Männer in Schwarz verbeugen sich vor Yuki, so muss das sein! Die haben ein ganzes Filmset gemacht, nur für meinen kleinen Schatz. Mr. King, Mr. Boss? Du, wer sonst? Oh Gott. Ist das schon wieder Jungkook, der da rumliegt? Ich liebe es einfach, dass er dieses Thema weiterführt von Bang. Und von Idol. Oh, Yuki, natürlich. Wer sonst? Wer ist sonst so interessiert an seiner eigenen Kultur? Oh, diese... Oh, oh mein Gott, die Türkei! Ja. Oh Gott, schon wieder er und sein Auto. Wer beobachtet es selbst? Es ist der traditionelle Yuki, der den neuen Yuki anschaut. Das ist richtig dieser Clash von dem alten und dem neuen Korea. So wie das tatsächlich auch in Korea ist. Er hat einen Undercut. Oh Gott, ciao. Oh mein Gott.
eine Rolle, eine Schriftrolle mit dem Bild von Bambi, die in der Karikatur. Das ist so hart, oh mein Gott, Junge, wer sonst? Also, ja, oh mein Gott. Oh, diese Hände, das ist so geil. Oh, diese Stimme. Wenn er so langsam. Oh mein Gott, ja, das ist so. Nein! Nein! Nein, ich muss ja wieder nur mal denken, ich kann es nicht ernst, ich muss lachen, scheiße. Sorry, okay. Nein, Junge bringt sich selbst um. Ja! Und die Männer in Schwarz sind nämlich immer hinter Junge! Ja, weil er hat die Macht über sie. Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott, das ist so schön! Oh mein Gott. Diese Hände. Oh mein Gott, warte mal. Nein, wen erschießt du? Not today! Nein, nicht sich selber erschießen. Nicht den platten Jungen erschießen. Oh nein, du kannst dich an der Stelle. Oh, weil, das heißt, vielleicht gibt es wieder einen zweiten Teil. Nein, oh mein Gott, aber ich muss nochmal gucken. Er hat den Schwertkampf gelernt dafür. Oh mein Gott. Wenn die Männer in Schwarz die Hater sind, die nachher zu seinen Anhängern werden, ist das halt wieder perfekt hier, weil sie sind auch hinter ihm. Oh mein Gott, der hat was gelernt. Oh mein Gott, und dieses Bild ja gar nicht. Oh mein Gott, war das zurück. Oh, er sieht so gut aus. Oh mein Gott, dieses Gesicht. Ich brauche einen Screenshot davon. Das Foto ist richtig toll. Und vor allem wirklich, dass jetzt auch seine Haare dann so runterhängen. Und dieses Blond, das ist einfach blonder Junki. Und schwarzhaariger Jungi, das sind die zwei schlimmsten. Okay, türkiser Jungi ist auch schlimm, aber... Oh, ich bin Moment. Also, erstens, Jungi ist super toll, rein optisch natürlich. Dann haben sie richtig viel sich Mühe gegeben, dieses ganze Setting zu haben und wirklich also auch mit vielen Schauspielern. Und ich finde einfach das Thema wieder so schön, dass das weitergeht, dass es weitergeführt wird. Es ist einfach... Idol, Bang, das ist so schön und gleichzeitig ist es aber immer noch ein bisschen August D, also von seinem ersten Mixtape August D wird es trotzdem weitergeführt. Ich bin einfach so stolz auf ihn und so toll, ich finde es so toll, dass er das jetzt geschafft hat, weil er ja gesagt hat, er hat lange dran gearbeitet und war sich dann auch nicht ganz sicher und dann haben ihm ja am Ende nur noch so die Texte sozusagen gefehlt, weil er alles andere schon hatte und jetzt würde ich unbedingt einfach versuchen, nur auf seine Musik zu achten, weil das ist einfach das, was Jungi ist. Jungi lebt, atmet Musik, Jungi ist Musik. Ich habe ihn dann nicht mal erkannt, das nervt mich schon, dass ich den dann nicht erkannt habe, weil er so schön diesen Hintergrund von diesem Sessel, Thronsessel, reingeht und da steht Betreten verboten. Ich weiß, dass das da steht, weil ich ja immer wieder, wenn ich mit Freunden oder anderen Touristen dahin muss und das vorstellen muss, weil alle immer zum Königspalast wollen, steht da immer Betreten verboten. Just saying. Obwohl, ach, es gibt ja so viele Hanok-Viertel bzw. Hanok-Places, also Traditional Korean Houses oder ganze Dörfer, die da nachgebaut sind. Und da können die ja rein, weil da werden ja auch K-Dramas gedreht. Ich bin dumm. Ich kann nirgendwo anders hingucken. Warte, ich darf jetzt nicht irgendwie angucken. Das geht nicht.
Das ist einfach so eine schöne Perspektive, wie der da durchgeht und es ist so hell. Oh, und er geht dann so. Und dieser Junge ist sowieso toll. Was hast du eigentlich verbrochen, dass du nachher getötet werden sollst? Sag mir das. Weil du gut aussiehst? Weil du zu viel Swag hast? Oh Gott! Einfach die traditionellen Instrumente im Hintergrund sind so toll. Es ist so schön, wie er das einfach zusammen gemerged hat mit den tiefen. Oh. Oh mein Gott, das ist halt schon wieder sowas. Born a slave, but now a king. Oh mein Gott, das ist einfach. Er war ein Pepsi und jetzt ist er einfach ein Storch. Ich wusste, dass irgendwann dieser Tiger nochmal kommt. Ja. Eben, du warst schon immer ein Tiger. Das haben die Leute noch nicht gesehen. Oh, der Beste. Der koreanische Tiger. Er ist nicht ausgestorben. Oh, er muss es nämlich nicht mehr. Er muss nicht mehr flexen. Siehst du? Ja. Sag es bis ganz nach hinten, Junge, dass es alle hören. Augustin. Oh Gott, tut den zu mir rein! Damn it all. Ja, das stimmt. Die ganze Welt gehört dir, mein Lieber. Er redet so wie auf Bangpedi. Everyday Bangpedi keeps dancing on und on und on. Oh nein, er nimmt sogar Bangpedi mit rein und sagt so. Auch der denkt sich einfach, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir sind immer noch die Besten. Mic drop. Ja, das ist so. Du bist das Genie, schlechthin. Also dieser Flow beim Rappen ist einfach so schön bei ihm. Off with their heads. Aber warum bringt sich denn das an? Aber ist okay. Ich verstehe, was du meinst. Sind alle Loser, können alle weg. Alle, die dich jemals in deinem Leben gehatet haben. Oh Gott, Junge, du zeigst es denen so sehr gerade damit. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich. Ich keine Ahnung. Oh, Genugtuung. Für ihn und seine Fans, die schon so lange dabei sind und so viel auch miterduldet haben oder ertragen haben. Heißt das, er kann sein altes Ich umbringen? Ja, und sie denken, sie haben ihn umgebracht, aber man kann Jungjin nicht umbringen. Er kommt immer wieder zurück. Und jetzt kannst du mir nicht diesen Cliff einmal geben, Junge. Vielleicht vereinigen sie sich nachher später. Ich liebe es jetzt schon. Ich glaube, doch ich mochte August D. als Lied auch sehr. Aber das passt, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil ich meine, August D. ist halt oldschool. Ist so. Beltita ist so ein bisschen, es ist halt genau das, was ich als Sozialanthropologin und Ethnologin einfach total mag. Dieses Traditionelle und das Moderne, der Clash, die Verbindung, dass daraus etwas Neues entsteht, das ist einfach so etwas, was mich anspricht, das mich einfach richtig triggert, interessiert. Ich meine, hätte ich dieses Interesse nicht, wäre ich nicht in dieses Studium rein, wäre ich nicht in meinem Job drin und hätte ich mich auch nicht für dieses Land in dem Maße interessiert und für seine Kultur, weil es genau das erfüllt hat, was ich immer gesucht habe. Und es ist einfach so schön, dass er das jetzt auch nochmal in seiner Musik und auch in seiner Ästhetik in diesem Musikvideo zeigt. Es ist einfach mich gerade richtig toll und alles kommt zusammen. Oh, ich liebe diesen Mann. Ich kann, oh, geil. Ich kann einfach nicht ausdrücken, wie viel mir dieser Mann bedeutet und wie viel er mir einfach für meine Profession
mich inspiriert und Ideen bringt. Und er ist einfach eine Bereicherung. Er weiß es gar nicht. Er weiß es nicht, das ist das Schlimme. Natürlich weiß er es, sonst würde er nicht so singen. Er weiß es. Und es ist gut, dass er es weiß. Das ist schön. Okay. Das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr euch davon wirklich, wirklich, wirklich dazu motivieren lasst, dieses Musikvideo anzugucken, weil selbst wenn man es nur aus kultureller Perspektive sieht, wie ich, wenn man es aus rein musikalischer Perspektive sieht, ist es richtig toll. Aus ästhetischer Sicht ist es halt wunderschön. Es ist einfach richtig schön gemacht. Einfach diese zwei Figuren, die er beide darstellt und dann irgendwie so ein traditionelles Element aus den koreanischen Filmen, aber dann auch wieder was ganz Modernes durch diesen ganzen Hip-Hop-Beat, der einfach so toll, oh Gott, mit so einem richtig schönen Bass ist es bestimmt so, oh, das wummert richtig, es ist einfach richtig schön. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal in einem nächsten Video. Ich kann nicht versprechen, wann das ist, aber ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal trotzdem dabei seid und habt einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut.